Wir haben im ersten Teil die Geschichte des Fantasy-Genres von den Fritz Lang-Anfängen bis zu Ralf Bakshi geführt und gehen nun weiter bis in die Gegenwart. An die Seite der klassischen Fantasy-Romantik trat frühzeitig die Subspezies der Heroic Fantasy, also der sehr, sehr starken Männer. 1982 entstand der Film Conan der Barbar mit Arnold Schwarzenegger in der Titelrolle, der weltweit enorm erfolgreich war und auch, wie wir heute wissen, so manche Politikerkarrieren ursprünglich inspirierte. Der Film fand sehr viele Nachahmer, Nachzügler wie etwa Red Sonja oder Beastmaster, und dieses Seitengenre der Heroic Fantasy ist dem Genre auch bis heute erhalten geblieben. Mit dem Genre selbst ging es dann etwa ab Mitte der 80er etwas abwärts. Filme wie Willow oder Legende erzählten mehr oder weniger die gleichen Geschichten und das Publikum blieb aus. Obwohl Fantasy in der Literatur hoch angesagt war. Im Kino hingegen weniger, vielleicht wirkte da doch noch der Ralf Bakshi-Flop etwas nach. Bis im Jahr 2001 ein kleiner Neuseeländer auftrat, der selbst ein bisschen wie ein Hobbit aussieht, Peter Jackson. Mit dem Mammutprojekt Der Herr der Ringe schuf er ein einzigartiges Kinoereignis. Die drei Filme spielten weltweit 2,9 oder knapp 3 Milliarden Dollar ein und hoben das Genre auf ein vollkommen neues, nie gesehenes Niveau. Es folgten Filme der Disney Studios, die Chroniken von Narnia, die dann alle schon ein bisschen zu christlich angehaucht waren, auch Filme wie Eragon oder Der Goldene Kompass, die dann wieder etwas mittelmäßig waren und praktisch an die Willow- und Legendenqualität anknüpften. Richtig aufwärts ging es dann erst wieder, als Peter Jackson in sein geliebtes Auenland zurückkehrte. Die Hobbit-Trilogie knüpft wunderbar und bildgewaltig an die Herr-der-Ringe-Trilogie an. Um das Fantasy-Genre als solches müssen wir uns allerdings keine Sorge machen. Es wird immer einen Bedarf nach klassischen Helden- und Sagengeschichten geben, gerade in unserer so voll durchtechnifizierten und digitalisierten Welt. Vor allem aber, weil in diesen Anderwelten der Fantasy die Fantasie unendlich ist. Willkommen im Paradies.